Hallöchen zusammen, heute geht es um diesen schönen Renault, ein glasiger Oldtimer sozusagen. Schön mit dem Feuerlöcher drin. Das motiviert natürlich gleich, garantiert keine Brandgefahr. Aber hübsches Stück. Kurz zu den Einstellungen, also auf Rennen getuned. Ich habe leider kein fertiges Rennen gefahren, mit dem ich den fahren kann. Also jetzt so im Allgemeinen für alles noch nicht geeignet. Ich kann es euch mal kurz zeigen, ne? Kein Straßenwagen, eine falsche Land oder sowas. Die großen kann ich natürlich. Aber dafür ist er einfach nicht geeignet. Ich habe es mal probiert. Kann ich mir sparen. Dafür ist er nicht flott genug, trotz 580 PS, die er inzwischen hat. Das heißt, ich muss mir hier was zusammen basteln. Also ich muss jetzt nicht sagen, Goodwood bin ich glaube ich schon lange nicht mehr gefahren. Kann ich mal starten, einfach als Arcade-Rennen. Sonnig, sonnig, bewölkt, sonnig, sonnig. Ja. Versuchen es einfach mal auf der Profiklasse. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Cool sieht er aus. Ach komm mal, ich fahre sogar nur gegen meine eigenen. Okay. Also hierfür ist er dann schon ein bisschen overpowered. Weil ich auf Profi eigentlich schon ein bisschen eher darüber gedacht hätte. Ja, das halt glaube ich immer, wenn ich gerade dann fahre auf Profi. Entweder nutze ich mich voll ab oder ich bin trotzdem so schnell schon vorne. Halt eigentlich irgendwie komisch. Das war bei Sport besser ausbalanciert, ist meine Meinung. Dann fahren wir mal eine Runde so. Also ich finde, der hat ordentlich Speed drauf. Echt geiles Ding. Schade, dass ich mit dem nicht in so ein Rennen fahren kann. Aber so ein richtiges. Clubman Cup oder sowas. Fährt sich schon geil. Sehr schön. Geiles Ding.
Macht irgendwie richtig Spaß, den zu fahren. Okay, aber krasser Vorsprung. So, euch viel Spaß im Replay. Ich melde mich dann noch mal zum zweiten Rennen. Mal schauen, was wir dann auswählen.
Oh, und auch geht's zum nächsten Rennen. Ich glaube, mich treibt es mal nach Asien wieder. So, was können wir denn fahren? Den Suzuki Circuit bin ich, glaube ich, schon lange nicht gefahren. Ist, glaube ich, auch ganz nice für die Strecke. Benutzerdefiniertes Rennen. Ja, den hier nehmen wir, die Oststrecke. Runde. Auf 4. Starter fährt noch mal hinten. Liegender Start ist gut. Und gucken, Boost aus. Windstärke. Realistisch. Treibstoffverbrauch aus. Verlust abseits der Strecke. Voreingestelltes Wetter. Wir einfach zufällig. Die Weinauswahl lasse ich auch mal auf zufällig. Das am besten Profiklasse. Ja, lassen wir mal so. Dann geht's auch schon los. Auch schon wieder viel zu schnell vorbei. Direkt schon Strafe gegeben. Fahrzeugkondition. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich wenigstens hier auf der, so wie ich jetzt eingestellt habe. Jetzt habe ich mich selber abgelenkt, scheiße. Da ein bisschen mehr zurückbleibe. Auch wieder nur dieselben Renngegner. Oder keine anderen Autos, trotz zufällig. Na, 21 Sekunden ist für mich schon ein bisschen was. Ich hole relativ schnell auf. Auch hier werde ich mal auf die Sandstrecke mitgehen. Jetzt werden wir schon gekauft. Das ging ja jetzt schon wieder irgendwie viel zu schnell.
Oh, wäre ich leider schon wieder. Sehr schön. Das war jetzt Runde 2.
Der macht echt Spaß, den zu fahren, muss ich sagen. Feine Sache. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Schauen. War ganz interessant und witzig. Und ja, euch noch viel Spaß im Replay. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Würde mich freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mit dem Auto im Dreck.
Thank you.